Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich euch die Bearbeitung eines Bildes zeigen, welches ich letzten Freitag in meinem Blog gepostet habe. Ich befinde mich jetzt schon in dem Entwicklungsmodul von Lightroom 4. In dieser Vergleichsansicht seht ihr schon auf der rechten Seite das finale Ergebnis und auf der linken Seite das Bild, wie es original aus der Kamera kam. Ich werde die Vergleichsansicht jetzt über Y beenden. Und die Einstellung so zurücksetzen, dass wir wieder das Originalbild sehen. Starten werde ich in den Grundeinstellungen, und zwar bei der Belichtung. Ich möchte die ein wenig reduzieren, ungefähr auf minus 0,3, damit das Bild ein bisschen zu hell ist. Weiterhin werde ich den Kontrast stark anheben, ungefähr auf plus 80. Das sieht vielleicht in einem Farbbild ein bisschen komisch aus, aber hinterher bei einem Schwarz-Weiß-Foto brauchen wir diesen starken Kontrast. Die Klarheit werde ich dazu auch noch ein bisschen anheben, ungefähr auf plus 20. Und zur Kontraststeigerung in der Graduationskurve die Tiefen ein wenig absenken und die Lichter ein bisschen steigern. So, jetzt kommen wir auch schon zur Schwarz-Weiß-Konvertierung. Die finden wir hier im Entwicklungsmodul. Bei der HSL-Farbkorrektur. Da klicken wir hier auf Schwarz-Weiß. Wir halten jetzt eine vordefinierte Schwarz-Weiß-Mischung von Lightroom. Die wollen wir jetzt noch ein bisschen abändern. Und zwar nehmen wir einfach mal so einen Regler und schieben den ein bisschen hin und her und dann sehen wir im Bild ja auch schon, was sich da ändert. Zum Beispiel hier bei dem Rotregler sieht man, dass sich hier so ein bisschen die Zweige im Vordergrund an der Farbe anpassen. Das möchte ich ja ein bisschen heller haben. Ungefähr so. Bei Orange werden wir sehen, dass sich da ziemlich viel abdunkelt, wenn ich das runterregle. Und zwar war ja das in dem Farbbild das ganze Laub außenrum war ja so gelb-orange. Und das passt sich natürlich dann mit dem Orange-Regler an. Ich werde das hier ja ungefähr auf minus 70, minus 80 runterregeln. Gleichfalls den Gelb-Regler, den werde ich auch ein bisschen nach unten ziehen. Passiert nicht ganz so viel, aber ein bisschen, jedenfalls hier vorne im Vordergrund, ja auch so auf minus 60. Bei Grün und Aquamarin, da passiert eigentlich gar nichts, weil die Farben nicht im Bild vorkommen. Bei Blau, da kann man ein bisschen sehen, dass die Lehne von der Bank sich ein wenig in der Farbe, in der Helligkeit ändert. Ich werde das ungefähr so einstellen, dass man die Struktur noch gut erkennen kann, aber dass es nicht zu dunkel wird. Ungefähr so. Bei Lila sieht man insgesamt, dass die Bank ein wenig reagiert. Ich werde die auch so einstellen, dass man die Struktur noch gut erkennen kann. Ja, minus 19. Bei Magenta tut sich wieder nicht. Na doch, ein bisschen im Vordergrund. Aber das lasse ich mal so, ja, eigentlich auf Null. Okay, gut, dann werde ich jetzt im folgenden Schritt werde ich eine Vignette hinzufügen, um die äußeren Randbereiche abzudunkeln. Dazu gehe ich hier zu den Effekten. In den Effekten werde ich den Betrag nach unten regeln. Dann kann man schon sehen, dass sich die Ränder abdunkeln und ja, ich werde da ungefähr so einen Wert von minus 40 werde ich wählen. Ja. Ich werde vielleicht den Mittelpunkt noch ein bisschen nach innen ziehen, dann wirkt das mehr wie nur so ein Spot auf die Bank. Okay. Gut, das werde ich so lassen. Was mich jetzt noch stört, sind die Ecken. Die sind mir hier noch zu hell. Aber ich möchte das jetzt nicht mit der Vignette noch weiter abdunkeln, weil das ist mir zu einheitlich, dann dieser Rundbereich hier in der Mitte. Ich werde das jetzt mit dem Korrekturpinsel machen. Und zwar klicke ich dann mal auf den Korrekturpinsel und werde die Belichtung hier, ja, so mal minus 0,5 nehmen und einen großen Pinsel. Und dann werde ich einfach mal über die Ecken rübergehen und das, was ich halt abdunkeln will noch. Da werde ich jetzt hier in den Randbereichen einfach mal lang pinseln. Hier vorne im Vordergrund noch so ein bisschen. So. Und jetzt kann man auch nachträglich, kann man noch die Belichtung hier reduzieren oder ändern. Ich werde es vielleicht noch ein bisschen dunkler wählen, ungefähr so. Jetzt werde ich mir nochmal einen neuen Pinsel hier erstellen. Und mit ein bisschen kleineren Pinsel hier oben das Laub noch ein bisschen abdunkeln, das stört mich hier noch. Da gehe ich nochmal rüber. Kann da auch die Belichtung noch ein bisschen reduzieren, dass es noch ein bisschen stärker ist. Okay, kann man hier hinten nochmal ein bisschen lang gehen. Gut. Also im Großen und Ganzen gefällt mir das schon ganz gut so.
Was ich jetzt noch sehe, wenn ich jetzt hier mal reinzoome, ist, dass hier die Vorderseiten von der Bank fast keine Zeichnung mehr enthalten. Da werde ich mir jetzt auf der neuen Pinsel anlegen und mit einer kleineren Größe werde ich da einmal rübergehen und die hellen Bereiche ein bisschen abdunkeln, sodass da die Struktur wieder besser rauskommt. Das werde ich hier machen und auf der anderen Seite auch. Okay. Ja, auch hier kann man wieder die Stärke hinterher regeln, wie es dann am besten passt. Also ich denke mal, so ist es ganz gut. Man kann die Struktur erkennen, aber es ist nicht zu dunkel. Hier oben habe ich auch noch gesehen, ist auch noch ein heller Bereich, den werde ich auch noch mal mit ein bisschen abdunkeln, dass die Struktur besser sichtbar ist. Geht jetzt nicht ganz so, lassen wir das eigentlich. Gut, zoomen wir wieder raus. Dann können wir das Korrekturpinselmenü wieder schließen. Und was jetzt eigentlich noch fehlt, das ist die Teiltonung. Mache ich in meinen Bildern immer sehr gerne, dass ich den Schwarz-Weiß-Fotos eine gewisse Tönung gebe, meistens in den Tiefen mit einem Blauwert und in den Lichtern mit einem Gelb-Orange-Wert. Ich werde das hier in der Teiltonung von Lightroom 4 machen. Ich fange eigentlich immer mit den Schatten oder Tiefen an und wähle eigentlich immer erst bei der Sättigung einen Wert von 100. Da kann man dann immer sehr gut die Farbe beurteilen. Die Farbe wähle ich eigentlich immer so in so einem kühleren Blau, ungefähr so wie hier, so auf Wert 220. Und dann ziehe ich den Abgleichsregler, ziehe ich auf plus 100 ganz hoch. Dann sieht man schon, dass es gar nicht mehr ganz so intensiv blau wirkt, sondern dass sich eigentlich nur noch die ganz tiefen Töne praktisch gefärbt werden. Aber trotzdem ist der Effekt noch zu stark. Ich werde jetzt die Sättigung wieder reduzieren auf, ja, sagen wir so, plus 20. So, jetzt mache ich das gleiche mit den Lichtern auch. Erst den Sättigungsregler auf 100 und dann den Farbton einstellen. Dann nehme ich meistens so ein Orange-Gelb. Ja, ungefähr so. Und ein bisschen orangiger. So. Und den Sättigungsregler werde ich dann auch wieder reduzieren. Ja, so ungefähr. Muss man gucken, wie es am besten passt. Also ich denke mal, so ist es ganz schick. So, was man jetzt noch machen kann, ist hier den Schwarzregler noch ein bisschen reduzieren. Das wirkt dann noch so ein bisschen düsterer. Ja, passt so. Und hier hebe ich noch die Mitteltöne ein bisschen an. Aber das ist dann Feinabstimmung. Das kann man dann hinterher noch machen. Cool, ja. Aber im Großen und Ganzen gefällt mir das so schon ganz gut. Und kommt dem finalen Ergebnis auch schon relativ nah. Ja, hier unten sehe ich noch, da ist es ein bisschen hell, da gehe ich nochmal mit dem Korrekturpinsel rüber. Da kann ich hier auch wieder einen alten Korrekturpinsel auswählen. Wenn ich hier lange drüber zeige, sehe ich auch die bearbeiteten Flächen. Die werden dann rot dargestellt. Ich kann da jetzt draufklicken, dann ist der Pinsel wieder ausgewählt und ich kann mit dem praktisch weiterarbeiten. Ich kann dann hier nochmal rübergehen. Okay, da war ich jetzt schon. Dann nehme ich dann lieber doch einen neuen Pinsel und gehe dann nochmal rüber. Wird der Effekt noch ein bisschen stärker und ich kann das dann noch ein bisschen ausblenden. Okay. Gut, das war die Bearbeitung des Bildes. Ich freue mich, wenn ihr mal wieder reinschaut und vielen Dank.